Moin. Neues Glück, neue Woche. Wetter wird vielleicht wieder besser. Wir haben Sonnenschein, allerdings sehr, sehr frisch. Woche über war, oder Wochenende beziehungsweise war sehr bedeckt, wie eine Glocke hing die graue Masse über uns. Vielleicht kriegen wir ja doch so langsam den Frühling. Die Honigmann-Nachrichten vom 17. März 2014, Nummer 303, Sydney. Männer sollen ja tendenziell ein besseres Orientierungsvermögen besitzen als Frauen. Zumindest auf manche Glattechsen trifft das dieses Tabu absolut zu, haben australische Biologen bei den Reptilien beobachtet. Die Männchen legten bei Verhaltensversuchen zu räumlicher Orientierung ein deutlich besseres Lernvermögen an den Tag als die Weibchen. Bei den Humanoiden auch. Der erste Beweis für Geschlechtsunterschiede beim Lernen bei einer Reptilienart berichteten die Forscher im Fachblatt Proceedings of the Royal Society B Biological Sins. Sie nehmen an, dass Männchen für ihre Lebensweise mehr auf eine gute Orientierung angewiesen und damit anderen Sektions- und Selektionsdrüsen ausgesetzt sind als Selektionsdrücken ausgesetzt sind als Weibchen. Diejenigen Echsen mit besonders verwegenem und vorsichtigem Charakter scheiden deutlich besser ab als Artgenossen mit einer weniger deutlich ausgeprägten Persönlichkeit, informierte wissenschaft-aktuell.de. Nochmal, wie bei den Humanoiden? San Salvador. Das oberste Wahlgericht von El Salvador hat nach einer zweiten Auszählung der Stimmzettel Sanchez-Cheren von der Regierungspartei Nationale Befreiungsfront Farabunio Martin mit 50,11% der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. Der Kandidat der rechtsgerichteten Arena erhielt 49,89, Unterschied lediglich 6.364 Stimmen. Es wird jedoch noch einige Tage dauern, bis die Wahl endgültig bestätigt, der neue Präsident ausgerufen werden kann. Die Wahlbehörde muss zunächst über einen Antrag von Arena auf Annullierung der Wahl und einige Eingaben wegen angeblichen Wahlbetrugs entscheiden. Die Lage im Land ist weiter angespannt, berichtete amerika21.de. Die Herren in den jeweiligen Ländern das Sagen darüber haben, über die Auszählung, ist bei denen nicht anders als bei uns. Es wird geschoben, gelogen, betrogen und es wird passend gemacht. Caracas, noch einmal amerika21.de. Zehntausende Menschen haben am Samstag in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gegen die Gewalt oppositioneller Gruppen protestiert. Die Teilnehmer der Großdemonstrationen erklärten sich zugleich solidarisch mit den Sicherheitskräften des amerikanischen Landes, vor allem der Nationalgarde, aus deren Reihen in den vergangenen Wochen 3 Soldaten gezielt erschossen worden sind. Kabul. In seiner Abschiedsrede vor dem Parlament in Kabul hat Afghanistans Präsident Karzai seine Kritik im internationalen Militäreinsatz in Afghanistan erneuert. Der Krieg ist unserer Nation aufgezwungen worden, sagte Karzai am Samstag. Der Präsident rief die Taliban dazu auf, die Gewalt zu beenden und die Friedensgespräche aufzunehmen, meldeten german.irib.ir. Dass der Krieg aufgezwungen ist, wissen wir. Worum es ging, wissen wir auch. Es ging nicht um die Sicherheit als solches eines Landes, da haben wir uns gar nicht drin einzumischen. Es ging um das Nahekommen an Russland, um dort eine Station aufzubauen und es ging natürlich um Drogen. Wir dürfen eins nicht vergessen, der Drogenhandel ist seit Beginn des amerikanischen Krieges um mehr als 3000% gestiegen. Gaza. Das einzige Kraftwerk im Gazastreifen ist laut palästinensischen Verantwortlichen am Samstag abgeschaltet worden. Es gebe keinen Treibstoff mehr, hieß es als Begründung. Bis zur Auslieferung des Brennstoffs aus Katar im Werte von 10 Millionen Dollar über den Übergang Karum Abu Saleh wurde der Strom 6 Stunden eingeschaltet und 12 Stunden ausgeschaltet. Nebst anderen wurde auch dieser Übergang vor einigen Tagen geschlossen, wenn anlässlich der Feierlichkeiten der Juden und wegen der heftigen Spannungen der letzten Tage bis Sonntag nicht geöffnet. Die Strompreise
wird in den kommenden Tagen zu großen Problemen über 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen führen. Gaza braucht jeden Tag 1 Million Liter Brennstoff für das Kraftwerk, aber Israel erlaubt selbst an normalen Tagen lediglich die Einfuhr von 300.000. Kennt ihr, ne, das Problem mit Israel und seinen Nachbarstaaten? Kurz von german.ruvr.ru. Nordkoreas Militär hat am Sonntag 10 Kurzstreckenraketen in Richtung japanisches Meer abgeschossen, berichtete der TV-Sender Al Jazeera unter Berufung auf den Verteidigungsminister Südkoreas. China. Der Chart der FTSE Xinhua China 25 Index ist ein weiterer Chart, der uns ein mulmiges Gefühl beschert. Der US-amerikanische S&P 500 Index notierte zwar alle seine Allzeithochs, aber unter der Oberfläche ist dort auch nicht alles in Ordnung. China ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Es ist mittlerweile die zweitgrößte Wirtschaft des Planeten. Es gibt viele, die davon ausgehen, dass China bis 2030 an der USA vorbeiziehen wird und zur größten Wirtschaft aufsteigen wird. Bis 2030 wird das nicht dauern. Im Wirtschaftsbereich dürfen die schon an der USA an vorbeigegangen sein. Und möglicherweise wird es 2030 die USA, so wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr geben. Der chinesische Aktienmarkt scheint gerade zu kippen, aber bisher ist noch lange nicht eingebrochen, erläuterte propagandafront.de. Nicht nur das, sie sind derzeit dabei, Staatsanleihen, amerikanische Staatsanleihen, auf den Markt zu werfen und nicht nur dort. USA, China, Russland. Die Krim-Krise hat nun für die USA schwere ökonomische Konsequenzen. Anleger stießen vor wenigen Tagen US-Anleihen im Wert von 104,5 Milliarden Dollar ab. Der Massenverkauf der US-Anleihen kam kurz nachdem die amerikanischen Arbeitslosenzahlen und die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland veröffentlicht worden waren. Die Indizien versichern sich, dass China und Russland hinter den Massenverkäufen der US-Staatsanleihen stehen, meinte unzensuriert.at. Die Bewohner der Krim sind auch dabei, ihre Gelder von den Konten abzuheben, damit sie Bargeld überhaupt in der Hand haben. Denn da dürfte in den nächsten Stunden oder Tagen auch was passieren. Sollte für uns auch gelten, holt die Gelder von den Banken ab. Alles. Nur das Nötigste drauf lassen. Ansonsten in kleinen Scheinen abholen. Kiew, USA. Der ukrainische Geheimdienstchef unter Janukowitsch, Alexander Jakamenko, erklärte im Interview für russischen TV-Sender Rossiya 1 am 12. März 2014, die gewaltsame Machtergreifung in Kiew durch oppositionelle Parteien und neonazistische Bewegung wurde von den USA, sprich USA, initiiert und finanziert, stand bei terragermania.com zu lesen. Washington, Moskau. Als uneinnehmbar und diskriminierend hat man in Moskau die Nichtzulassung der russischen Journalisten zu der Pressekonferenz von US-Präsident Obama und dem durch die Rada ernannten Interimspremier der Ukraine Jatsenyuk bezeichnet, teilte marianurblog.com mit. Moskau, Ukraine. Kurz von de.ria.ru. Russland prüft zahlreiche Bitten von ukrainischen Zivilbürgern, sie vor Handlungen und Extremisten, darunter den Mitglieder des rechten Sektors, zu schützen. Das teilte das russische Außenministerium am Samstag auf seiner Webseite mit. Dass viele davon aus dem Westen geschoben werden, ist doch in der Zwischenzeit längst bekannt. Moskau, GUS. Das Außenministerium Russland nahm mit Bedauern die in den Medien erschienenen Kommentare von Vertretern des Außenministeriums der Ukraine und die dem Exekutivkomitee der GUS-Staaten übermittelte Note zur Kenntnis, in welchen von einer angeblichen Weigerung der Mitgliedsländer der Gemeinschaft unabhängiger Staaten gesprochen wird. Die Lage in der Ukraine ist zu diskutieren, schrieb mid.ru. Brüssel, Ukraine, kurz von der Faz.net.
Die Krim-Reise erreichte die NATO. Die Krim-Krise, die Reise nicht, die Krise erreichte die NATO. Hacker haben mehrere Internetseiten des Bündnisses lahmgelegt. Eine Gruppe mit dem Namen Cyber Berkut hat sich auf Russisch zu der Tat bekannt und erklärt, aus politischen Motiven zu handeln. Krim. Beobachter aus der Gesellschaftskammer Russland stellten Sonntag eine hohe Beteiligung am Referendum auf der Krim sowie großes Interesse internationaler Missionen für diesen Protest fest, teilte der russische Beobachter Fjodorow in seinem Gespräch mit de.ria.ru fest. Und heute kam dann noch raus, heute Morgen, dass der Westen das Referendum, was auf der Krim abgehalten worden ist, nicht anerkennt. Traumhaft, der Westen erzählt anderen Ländern, was sie zu tun oder nicht zu tun haben. Washington, BRID, Ukraine. Paul Craig Roberts bringt es auf den Punkt. Merkel ist nicht nur kriecherisch, sondern auch blöde. Auf die VSA ziehen alle Register. Nun haben sie per Cyberattacke die Webseite mit dem Referendum, lief übrigens sehr friedlich ab, in der Krim gelöscht. Aber sie schreien ständig von Cyberangriffen der anderen. Die uralte Haltet-den-Dieb-Methode, Roberts scheint allerdings entgangen zu sein, dass Deutschland immer noch ein besetztes Land ohne Souveränität ist. Bitte weiterlesen auch bei einerschlerett.blogspot.de. Die anderen machen immer alles falsch und das akzeptiert man nicht. Wir oder die Alliierten machen immer alles richtig. Die VSA sowieso, geleitet von der City of London. Das sind die Guten, die Tollen, meint man. Nur die Wahrheiten kommen langsam ans Licht. Und das gilt auch für andere Bereiche. Die Wahrheiten kommen ans Licht, garantiert. Simferopol. Die Schwarzmeerhalbinsel Krim hat in einem Referendum für den Beitritt der Russland gestimmt. 93% seien für den Anschluss, teilte die Krim-Führung nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend auf Grundlage von Wählerbefragungen mit. Regierungschef Askjonow teilte an und kündigte an, alle juristische Notwendige für einen raschen Anschluss an Russland zu tun. Wahlbeteiligung lag bei 83%, erklärte gmx.net. Dabei darf man beispielsweise nicht vergessen, dass Khrushchev, ich meine 1957, von seiner Überlegung als Goodwill die Krim der Ukraine zugeschlagen hat, als Geschenk. Mehr war das nicht. Die Ukraine war immer russisch. Bitte nicht vergessen dabei. Brüssel, Washington. Barroso und Van Rompuy werden das Krim-Referendum nicht anerkennen, was ich eben schon mal sagte. Die Amerikaner sind indessen schon einen Schritt weiter. Sie arbeiten an einem Kompromiss für die Ukraine, teilte deutschewirtschaftsnachrichten.de mit. Barroso und Van Rompuy, dazugehörig Soros, haben noch einen besonderen Status. Kommen wir in den nächsten Tagen oder Wochen noch drauf zurück. Europa, VSA. Das US-Kriegsministerium plant nach Angaben des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel ab 2020 die in Deutschland und anderen europäischen Staaten stationierten Atomwaffen zu erneuern. Es stehen hier noch genug rum, das wisst ihr. Die gammeln auch so langsam vor sich hin, die bleiben da also auch weiterhin stehen. Es werden keine erneuert, es werden neue geschaffen werden. Gehe ich mal ganz stark von aus. Im US-Haushaltsentwurf für 2015 seien Mittel für die Stationierung neuer Atombomben des Typs B-61-12 in Europa beantragt worden, berichtete das Magazin am Sonntag ohne Angaben von Quellen, meldete kleinezeitung.at. IWF EU-Ukraine. Das IWF ist mit europäischen Institutionen gerade dabei, die künftige Reform- und Wirtschaftspolitik der Ukraine festzulegen. Umfassende Haushaltskürzungen, Belastung von sozialen Schwachen, überstürzte Privatisierung, dieses verhängnisvolle Rosskur kommt einem bekannt vor, so das Wall Street Journal. Die Situation in der Ukraine erinnert an Griechenland im März 2010 und Zypern Anfang 2013, hieß es in dem Blogbeitrag, übermittelte heise.de.
Venedig, noch einmal German.RUVR.RU. Ein Referendum über die Unabhängigkeit findet am 16. März nicht nur auf der Krim, sondern auch in Venedig statt. Die Einwohner der Stadt und der Provinz Venetien wollen über die Angehörigkeit zu Italien sowie die EU- und NATO-Mitgliedschaft äußern. Die Abstimmung wird vom 16. bis 21. März dauern. Die Veranstaltung zufolge sind 68% von 5 Millionen der Venezianer und Einwohner anliegende Gebiete für die Unabhängigkeit. Sollte das Referendum positiv enden, verlangen die Anhänger der Unabhängigkeit gleich nach dessen Ausschluss die Weiterleitung der Steuern nach Rom einzustellen. Sollte mich wundern, dass das so durchgeht. Serbien. 2 Jahre vor dem regulären Termin hat Serbien am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Nach Medienberichten soll das Interesse der Bürger noch deutlich geringer als bei der letzten Wahl gewesen sein, als am Ende nur knapp 59% der 6,8 Millionen Wahlberechtigten abgestimmt hatten. Allen Umfragen zufolge wird das schon bisher stärksten Fortschrittspartei des 44-jährigen Vize-Regierungschefs Vucic und einzigen EU-Gegner ein klarer Sieg eingeräumt, berichtete okonomikus.wordpress.com. London, kurz von Welt.de. In einem Zeitungsbeitrag hat der britische Premier Cameron seine Reformideen für die EU dargelegt. Den roten Faden bildet dabei die Angst der Briten, in eine zu mächtige EU hineingesogen zu werden. Glaube ich noch nicht mal. Er hat Angst davor, dass Deutschland zu mächtig würde und die EU fast alleine regieren soll, was ja auch Plan der EU ist. Deutschland, das muss ich hier mal loswerden, da das Thema Ost-West in meinen Augen ein sehr wichtiges Thema ist. Unser Co-Moderator will gerade spielen ein bisschen, aber der hat noch ein bisschen Zeit. Wir müssen erst die Nachrichten machen. Ja. Gut. Da das Ost-West-Thema in meinen Augen ein sehr wichtiges Thema ist und auch hier vor Anbeginn nur Sand in die Augen gestreut wurde und bis heute wird. Wir Deutschen haben die Alliierten nach wie vor als Gegner. Siehe die bis heute gültigen Feindstaatenklausel der nicht existierenden Friedensvertrag. Punkt. Die Drahtzieher und Profitiere steuern, lenken beide Seiten dieser sich im Kalten Krieg befundenen oder sich nun wieder befindenden Systeme West-Ost. Dieses sollte doch eigentlich jedem klar werden und klar sein, konstatierte lupocativoblog.com. VSA BRID. Der ehemalige US-Sicherheitsberater Brzezinski, ist übrigens ein Russenhasser vor dem Herrn, ein übelster, Mitbewohner kann man wohl schlecht sagen, fordert von Deutschland eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau der wirtschaftlich ruinierten Ukraine. Deutschland sei die Führungsmacht der EU. Wenn die EU eine ernsthafte Rolle in der Welt spielen möchte, dann könne sie jetzt in der Ukraine damit anfangen, so die Strategie mit polnischen Wurzeln im Interview mit der Internetplattform The World Post übermittelte ungern preußische-allgemeine.de. Alles, was Brzezinski sagt, ist für die Zionisten, für die Weltmachterlangung, ist gegen Deutschland prinzipiell und lässt Deutschland mit Sicherheit in eine Falle gehen. Brzezinski ist eines der Übel auf dieser Welt. Deutschland, Russland. Weniger als ein Viertel der Deutschen, also 24%, erhält Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland für ein wirksames Mittel und die politische Krise an der Ukraine zu lösen. Die große Mehrheit, 69%, betrachtet solche Sanktionen dagegen als kein geeignetes Mittel. Ist auch völlig verblödet, behaupte ich, da Sanktionen gegen Russland zu machen. Wir sollten uns mal überlegen, der nächste Winter kommt bestimmt. Wir Sanktionen gegen Russland, Sanktionen zurück gegen uns, Hahn zu, Gasleitung leer und wir frieren. So einfach geht das. Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der deutsch-russischen Auslandshandelskammer zwischen dem 7. und 10. März in Deutschland durchgeführt. Demnach glauben lediglich 7% der Befragten, dass Wirtschaftssanktionen nur Russland betreffen würden.
Viele sind dagegen überzeugt, dass die Sanktionen auch allen EU-Staaten schaden, 47%. Und konkret Deutschland 44%, tat krisenfrei.wordpress.com kund. Dieses konkret gegen Deutschland 44%, das sind die Leute, die nicht weiterdenken. Garantiert kommt der nächste Winter. BRED. Warum und wieso sich jetzt das Gemerkel so intensiv für die Belange der Oligarchen aus der Ukraine ein, macht fast täglich ihre Klappe auf, während sie sich, wenn es um die Belange ihres Volkes, auf das sich vereinigt wurde, monatelang in Stillschweigen und Aussitzen übt. Seit wann unterstützen wir Regierungen, die durch Putsch an die Macht gekommen sind und tun so, als seien sie vom Volk gewählt? Fragte zeitenwende.blogspot.co.at. Das Gemerkel war schon immer gegen Deutschland. Leider merken es die meisten Deutschen nicht. Sie ist für Israel und für die neue Weltordnung. Und sie will immer noch, wenn es eben geht und wenn sie einigermaßen heil dadurch kommt, Miss Europa werden. Ich bin davon überzeugt, sie schafft es nicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie auch ganz, ganz vorsichtig taktieren muss. Denn wenn der Mob einmal losgelaufen ist, ist er nicht zu halten. Und die kriegen die Merkel. Nochmal Deutschland. Wir sind ein Volk, sind wir? Wie sieht es aus mit der Identität der Deutschen? Haben wir eine? Wir sind stolz auf das, was wir sind. Viele Deutsche lehnen Nationalstolz auf, ja, weil sofort Totschlagargumente dagegen geliefert werden, da sie mit Deutschland außer dem Dritten Reich offenbar nichts verbindet. Dennoch ist das unsere Geschichte. Das, was diese Deutschen über das Dritte Reich wissen, haben sie aus der Schule und aus den Medien und ist gänzlich verfälscht worden. Das kann man ihnen auch kaum verübeln, dass sie nicht wissen, was sie tatsächlich stolz machen sein könnte. Wenn die Menschen heutzutage mit derart geringem Wissen ausgestattet wird, braucht man sich nicht wirklich zu wundern, meinte frustriertbürgerstimme.com. Recht haben sie. Zieh du eine Flagge hoch von Deutschland und zieh du sogar noch die richtige Flagge von hoch, wirst du sofort mit einem Totschlagargument als Nazi-Nationalzionist? Ach nee, das waren die anderen. Beschimpft, wenn der Armee die hochzieht, machen die sofort, naja, finden das alle toll. Eimeldingen, mit welcher respektlosen Sympathie über Brandanschläge auf Kirchen berichtet wird, zeigt die Internetseite der linksradikalen Gruppe Autonomie Antifa Freiburg. Bei Antifa kriege ich leichte Würgegefühle. In Eimerding wurde beim Brand am 26. November die Orgel völlig zerstört, ohne dass der zündende Schlingel erwischt worden wäre. In Uehlingen-Birkendorf versuchte ein sympathischer Brandstifter einen Riesenschaden an der Orgel der katholischen Pfarrkirche St. Margareta. Diese von der Antifa als siegesreiche Taten bezeichneten Verbrechen seien ganz im Geiste des Papstes Johannes des 23. verübt worden. So kultur- und medien-online.blogspot.de. Ich kann gar nicht so viel essen wie ich bei solchen Leuten. Gut, egal. Möge jeder denken, was er zum Glauben denken möchte oder kann oder wie auch immer, ist völlig egal. Sowas ist abartig. Alles, was die Antifa von sich gibt, ist mehr als abartig. Es ist einfach das Übelste, was wir haben an Bewertung oder an Einschätzung gegen die Menschen. Die gute Nachricht von zentrum-dr-gesundheit.de. Traditionelle Anwendungsgebiete gibt es für die Brennnessel viele. Wissenschaftlich erwiesen ist jedoch, dass sie Arthrose, Arthritis, Prostatabeschwerden, Blasenprobleme lindern sowie entzündliche Darmerkrankungen positiv beeinflussen kann. Die Samen der Brennnessel lassen sich als Vitalitätstonikum und gegen Haarausfall einsetzen. In Form der sogenannten Brennnesseljauche ersetzt die Pflanze Kunstdünger und Pestizide. Es ist übrigens verboten, Brennnesseljauche anzusetzen, dank der EU.
Die Brennnessel eignet sich außerdem hervorragend als Lebensmittel, nicht nur aufgrund ihrer Fülle an Vitalstoffen, sondern auch wegen ihres fantastischen Geschmackes. Hat doch was, sollte man mal drüber nachdenken, wäre gar nicht so verkehrt. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns wieder. Und denkt bitte daran, wer kommen möchte in der Nähe von Fulda, zwischen dem 4. und 6. April, meldet euch eben an, damit auch der Wirt weiß, wie viel er bedienen darf und kann und wie viel Essen er bereitzustellen hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Der Honigmann. Tschüss.